Hi, ich bin Lisa und beim Keyback Interior Lab gestalten wir eure Räume digital um. Wie ihr euch bewerben könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Dranbleiben lohnt sich. Heute gestalte ich das Wohnzimmer unserer Zuschauerin Rebecca um. Sie wünscht sich mehr Wohlfühlfaktor und Ruhe, damit sie nach einem stressigen Arbeitstag besser entspannen kann. Das Wohnzimmer ist mit 14 Quadratmetern nicht besonders groß, aber mit ein paar einfachen Tricks bringen wir mehr Gemütlichkeit hinein. Anhand meiner Zeichnungen zeige ich euch einmal meine Ideen für Rebeccas Wohnzimmer. Als allererstes stelle ich mir den Raum komplett leer vor, um mir dann zu überlegen, wie ich den perfekten Gemütlichkeits- und Ruhefaktor für Rebecca einbringen kann. Für möglichst viel Harmonie und Ruhe habe ich mich für einen grau-grünen Ton an der Wand entschieden. Dieser harmoniert perfekt mit dem beigen Sofa. Rebecca hat erwähnt, dass sich der Raum für sie noch sehr leer anfühlt. Deshalb habe ich zuerst mit zwei kleinen runden Couchtischen gearbeitet und auch noch neben das Sofa einen kleinen Beistelltisch eingesetzt. Unter dem Fernseher habe ich mit einem Sideboard gearbeitet. Das geschlossene Möbelstück gibt mehr Ruhe und bringt mehr Struktur in den Raum. Gerade bei kleinen Räumen ist es wichtig, in Bereichen zu arbeiten, insbesondere wenn sich Ess- und Wohnbereich in einem Raum befinden. Hier kann man wunderbar mit einem Teppich beispielsweise den Wohnbereich vom Essbereich abgrenzen. Da der Rest des Raumes eher unspektakulär ist, können wir beim Teppich zu einem echten Eyecatcher greifen. Hier habe ich mich für einen Vintage-Teppich entschieden, der ein bisschen Struktur und ein bisschen Aufregung in den Raum bringt. Kissen dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Deshalb habe ich den Grünton der Wand wunderbar an den Kissen wieder aufgegriffen, genauso wie den Grauton des Teppichs. Außerdem habe ich eine grüne Decke für mehr Gemütlichkeit eingesetzt. Nichts ist entspannender als die Natur. Deshalb habe ich ein paar Grünpflanzen mit ins Spiel gebracht. Diese setzen sich auf dem Regal hinter dem Sofa perfekt in Szene. Außerdem kann man mit Bildern und Vasen perfekte Eyecatcher setzen. Auch in dieser Wohlfühloase setzen wir wieder auf indirektes Licht in Form einer Beistelllampe auf dem Beistelltisch neben dem Sofa und schönen grünen Windlichtern auf dem Couchtisch. Auch im Privaten arbeite ich sehr gerne mit grünen Tönen. Die lassen sich wunderbar mit allen anderen Farben kombinieren und bringen sehr viel Gelassenheit in die Atmosphäre. Wenn wir uns das Wohnzimmer vorher anschauen, sehen wir schon eine tolle Grundlage. Es fehlt ein bisschen an Struktur und es sind sehr viele einzelne kleine Elemente eingesetzt. Wenn wir uns das Wohnzimmer nun danach anschauen, sehen wir mit den grünen Tönen eine besondere Gelassenheit und einen echten Ort der Entspannung. Liebe Rebecca, ich hatte total Spaß, dein Wohnzimmer umzugestalten und ich hoffe, den hast du auch bei der Umsetzung. Wenn ihr auch wissen möchtet, wie ihr das Maximale aus eurem Raum rausholt und noch gleichzeitig einen Keyback-Einkaufsgutschein gewinnen könnt, dann sendet uns eure Raumbilder und mehr Infos findet ihr hierzu in der Infobox. Falls ihr jetzt richtig Lust habt, noch mehr Räume umzugestalten, haben wir hier ein kleines Umstyling eines Arbeits- und Schlafzimmers. Bis zum nächsten Mal.